Ganz herzlich willkommen zurück. Wir sind im Rahmen der Auslegung des Römerbriefs. Wir kommen inzwischen zu Kapitel 5, 5 Vers 1. Jetzt hier beginnt so ein neuer Abschnitt. Oder in den Kapiteln 1 bis 4 ging es zuerst mal um den Glauben. Etwa 30 Mal ist da vom Glauben die Rede. Jetzt in den folgenden Kapiteln 5 bis 8 spricht Paulus eigentlich nicht mehr vom Glauben, sondern jetzt geht es um das Leben. Vorhin ging es also darum, der Mensch ist sündig, Heiden wie Juden, und wie kann man gerecht werden? Und jetzt ist man gerecht, und was bedeutet das jetzt? Was sind jetzt die Auswirkungen davon? Vorher ging es also um das Warum und Wie, jetzt geht es mehr um das Wozu. Also wozu sind wir jetzt gerechtfertigt? Das ist jetzt ein neuer Absatz, der hier mit Kapitel 5 beginnt. Er beginnt mit, da wir nun gerecht worden sind, oder nachdem wir nun gerecht geworden sind, aus dem Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was ist also die Folge? Wir haben es gehört, Kapitel 4, der Mensch glaubt an Gott, dass der so groß und mächtig ist, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. So werden wir gerettet. Wir sind gerechtfertigt worden durch Gott. Und weil wir nun diese Befreiung haben, diese Rechtfertigung haben, durch den Glauben, nicht durch die Werke, so haben wir jetzt Frieden mit Gott. Und da springt natürlich jetzt 3,15 wieder auf. Dort haben wir von der Versöhnung geredet. Und im Folgenden kommt diese Versöhnung gleich noch einmal. Der Friede ist also die Folge dessen, weil Gott die Welt mit sich versöhnt hat und wir jetzt Teil davon geworden sind. Vers 2. Durch ihn oder durch welchen wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade haben. Das ist jetzt das Bild der Stiftshütte. In der Stiftshütte wird ja äußerlich dargestellt, dass man sich Gott gerade nicht nahen kann. Denn ein Heide, der durfte ja nicht einmal in den Vorraum hinein. Bei der Stiftshütte hat sie diese Umzäumung außenrum gegeben. Der Heide durfte nicht da hinein. Der Jude, der Israelit, der konnte zwar in den Vorhof, aber nicht in den Tempel. Nur die Priester konnten in den Tempel. Aber selbst die Priester hatten im Tempel diesen Vorhang, ins Allerheiligste konnten die Priester auch nicht. Das war nur dem Hohenpriester vorbehalten, aber selbst der nur am Versöhnungstag im Herbst. Das heißt, die Stiftshütte zeigt, man kann sich mir gerade nicht nahen. Jetzt ist aber das Große gekommen, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, das heißt, jeder Priester, der jetzt im Tempel ist, sieht eben die Bundeslade, der hat jetzt also diesen Zugang zu Gott, und in dem Moment, wo ein Mensch sich bekehrt, wird er eben zu diesem königlichen Priestertum. Wir werden Priester. 1. Petrus 2, Vers 9 drückt das aus, wir sind jetzt dieses königliche Priestertum. Das heißt, als Gläubige haben wir Zugang ins Heiligtum, und weil der Vorhang zerrissen ist, haben wir jetzt eben den Zugang zum Allerheiligsten direkt zu Gott. Das wird jetzt hier da nicht in dem Sinne ausgeführt, das ist mehr Thema des Hebräerbriefes, aber das ist natürlich ganz wichtiger Inhalt. Ich nehme da die Stelle aus Hebräer 4, dort wird das ganz, ganz schön ausgedrückt. Darum lasst uns, Vers 16, freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir haben jetzt eben diesen freien Zugang, eine Aussage, die da verschiedentlich in der Bibel vorkommt, zum Beispiel Epheser 1,7, 2,18, Kolosser 1,20 oder ja. Oder das sind so Stellen, die zeigen uns eben, ja, wir haben diesen freien Zugang. Epheser 3,17 noch, genau. Also, wir haben jetzt durch den Glauben den Zugang zu dieser Gnade, zu diesem Gnadenthron, dort, wo eben jetzt die Gegenwart Gottes ist, wir dürfen direkt zu Gott. Und das jetzt im Wissen, dass Gott uns nicht anklagt. Gott ist ja heilig, wir können gar nicht bei ihm sein. Ich denke da an die Situation von Jesaja 6, als Jesaja in dieser Vision, wahrscheinlich ist es Christus, gesehen hat, oder? Gott im Tempel drinnen, der Saum, der den ganzen Raum ausgefüllt hat, Gott, der da offenbar viel, viel größer ist, und er gesagt hat, wehe mir, ich vergehe, ich habe da diesen Gott gesehen.
Also entweder war es Jesus, den er gesehen hat, denn Gott selber kann man ja nicht sehen, gemäß Johannes 1,18, oder aber es ist eben ein Ausdruck, dass Gott mit menschlichen Zügen dargestellt wird, ein sogenannter Anthropomorphismus, also dass Gott als Person dargestellt wird, obwohl Gott der Geist ist. Egal wie auch immer, Jesaja merkte, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und hier jetzt gerade das Gegenteil, dass der Mensch bestehen kann. Warum? Weil Christus unsere Gerechtigkeit ist. 1. Korinther 1, Vers 30. Wir sind die Gerechtigkeit Christi, darum sieht Gott in uns eben Christus und deswegen können wir bestehen. Nicht, weil ich selber gerecht wäre, noch auch als Gläubiger, weil ich die Heiligkeit jetzt halten konnte. Das kann ich selber so ja nicht. Also, zwei, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir rühmen uns, wir sind stolz darauf. Ja, den Begriff hatten wir doch schon Kapitel 3, Vers 27 gehabt. Dort hatte Paulus gesagt, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Oder der Mensch kann sich nicht auf die eigenen Schultern klopfen und sagen, weil ich es geschafft habe, deswegen. Und jetzt kommt ein anderes Rühmen. Weil Christus unsere Gerechtigkeit ist, dürfen wir da stolz sein. Weil Gott uns das geschenkt hat, weil Gott die Gnade gegeben hat, dass wir das haben erkennen dürfen. Jetzt rühmen wir uns dieser Hoffnung, die da kommt. Und das jetzt gewaltig, er nimmt da einen Blick in die Zukunft hinein. Es geht eben nicht nur darum, dass ich einfach gerettet bin, sprich, ich komme dann in den Himmel, ansonsten ist alles gleich, sondern ich bin gerecht gesprochen, ich habe heute schon Zugang zu dieser Gnade. Gott begleitet mich jetzt im Leben, ich bin da in der Zusammenarbeit, ich schaue, welche Werke er für mich vorbereitet hat. Und jetzt kommt aber noch eins obendrauf, dass Paulus sich rühmt bezüglich der Hoffnung der Zukunft, weil er sich daran freut, was da in Zukunft kommt. Was kommt denn da noch in der Zukunft? Es sind insgesamt 6 Geschenke, die Gott uns macht. Oder das eine Geschenk, das ist das Leben. Gott hat es uns gegeben, das haben wir bereits. Und das zweite Geschenk, das gekommen ist, das ist dann bei der Bekehrung die Rechtfertigung. Von dem geht er jetzt hier gerade aus und weil wir die Rechtfertigung haben, ist jetzt das Alte, geistlich gesehen, vergangen. Ein ganz neues hat begonnen. 2. Korinther 5, Vers 17. Also jetzt leben wir geistlich, das in die Ewigkeit hinein. Der Mensch, der stirbt dann eines Tages, aber sobald wir sterben, kommt das dritte Geschenk dazu. Jesus sagt ja, Paradies. Dreimal kommt der Begriff vor, immer auf die Zukunft gerichtet, dann eben bei Gott. Paradies ist also nicht ein Ausdruck des Gartens Eden, das ist in der Septuaginta so in der Überschrift mal gewesen, ist aber nicht biblisch. Also, das dritte Geschenk, das ist dann der Himmel, wo wir dann eben sein werden. Dann läuft die Welt weiter, bis Christus auf die Erde zurückkommt und dann kommt da das Geschenk Nummer 4, wir werden nämlich den Auferstehungsleib erhalten. Oder heute da, wenn wir sterben, haben wir diesen Zwischenzustand, wir sind zwar im Paradies, aber der Leib ist noch da und die Auferstehung wird da kommen, wenn Christus wiederkommt. Dann werden wir einen neuen Leib erhalten, sind dann so in Ewigkeit bei Gott, hat hier begonnen, da kommt der Auferstehungsleib. Dann Geschenk Nummer 5, das ist dann die Krönung, diesen Stephanus, diesen Siegeskranz, den wir erhalten werden. Wir werden belohnt für all das, was wir für Gott eben getan haben, ein gewaltiges Geschenk. Da laufen wir hinzu und dann Nummer 6, das ist dann die Hochzeit des Lammes, der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Warum macht Gott das Ganze, dass dann eben Christus als Bräutigam und die Gemeinde vereint sind? Das ist also die Perspektive. Auch wenn das Paulus hier jetzt nicht einzeln aufschlüsselt oder die Bibelstellen sind da von anderen Texten, aber Paulus sagt, er rühme sich dieser Hoffnung, die da kommt. Das heißt, sein Blick geht in die Zukunft. Jetzt sind wir irgendwo da, er blickt in die Zukunft. Was kommt da? Diese Hoffnung, die da in ihm drinnen ist. Also ganz gewaltig, was sich da aufbaut. Ganz toll, dieser Vers. Vers 3. Nicht allein aber das. Also, er freut sich nicht nur wegen der Herrlichkeit, die kommt. Die lässt ihn durchtragen, was da eben ist. Sondern, jetzt ergänzt er noch,
Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Ach, Stress. Naja, gut. Oder hier auf der Erde haben wir noch Bedrängnisse. Da haben wir mühselige Dinge, da haben wir Verantwortung, da sind wir in den Herausforderungen drinnen, wir sind vielleicht Leiter in einer Gemeinde und. Und jetzt sagt aber Paulus, beides rühmt er. Er rühmt die Zukunft, ja gut, das ist noch verständlich, da kommt die ganze Herrlichkeit, aber er rühmt eben auch das, was er leidet, gerade auch als Christ. Ja, ist es denn nicht so, wenn wir Jesus haben, dann sind wir nur immer da im Geistlichen oben? Nein, es gibt da eben auch das Untere. Und da müssen wir dazu stehen, denn häufig und gerade in unserer Zeit unterstreichen wir vor allem das sogenannte Positive am Evangelium, aber dass es eben auch das Leiden gibt, wie der erste Petrusbrief das ja gut schildert, oder eben auch hier diese Bedrängnisse, die da sind, das wollen wir nicht haben. Wir wollen nur die Theologia Gloriae haben, also die Herrlichkeitstheologie, während die Theologia Crucis, also das Kreuz, ja, das haben wir nicht gerne. Aber Jesus ist eben beides. Er hat gelitten und ist uns deswegen vorangegangen. Wir werden mit in seinen Fußstapfen sein und mitleiden, aber eben auch die Herrlichkeit mit ihm zusammen erleben. Christus nachzufolgen bedeutet beides. So, und warum sagt er jetzt, ich rühme mich da diesen Bedrängnissen? Da müssen wir noch sagen, das passt doch jetzt komplett überhaupt nicht. Er sagt, weil wir wissen, oder? Kommt schon wieder in den Begriff Wissen, haben wir jetzt verschiedentlich schon gehört, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Bedrängnis, das ist so das Bild, der Druck in der Olivenpresse drinnen, oder? Die einzelne Olive wird ausgepresst, an sich negativ, aber dadurch fließt jetzt eben das Öl. Und dieses Bild nimmt er hier auf, er rühmt sich der Bedrängnisse, weil Bedrängnis bewirkt Geduld. Wie lernt der Mensch Geduld? Oder wenn es einfach läuft, dann lernen wir keine Geduld. Geduld lernt man dort, wo man in Situationen drinnen ist, wo man Geduld haben sollte. Das heißt, Druckphasen sind die Momente, in denen wir uns eben verändern. Druckphasen sind nicht negativ. Wenn man gerade drinsteckt, sieht man das nicht. Wenn man dann aber zurückblickt und Gott hat einen wieder rausgenommen aus einer Druckphase, die kann ja vielleicht auch mehrere Jahre mal dauern, dann merkt man, die Phase war schwierig, ich möchte nicht mehr zurück. Aber ich bin dankbar für die Phase, denn sie hat mich geschliffen. Da musste ich über Dinge nachdenken. Warum ist das überhaupt so? Gibt es eigentlich eine Alternative? Ja, wenn es einfach läuft, dann suchst du nicht nach Alternativen. Aber dann wirst du im Leben immer schmaler, weil immer mehr Dinge im Laufe der Zeit ausscheiden, die sind dann nicht mehr und du bleibst nur noch auf deinem Weg. Und darum sind viele ältere Geschwister ja dann einfach so auf ihrem Kurs, können sich nicht mehr ändern. Nein, es braucht immer wieder mal dieses Erschüttertwerden, dass ich den Horizont wieder öffne. Welche andere Möglichkeiten hätte ich dann? Ich bin jetzt erwachsener wie damals früher, ich kann heute anders reagieren, aber das muss ich immer bewusst angehen. Die meisten Menschen, man sagt 60%, ändert sich nur über Druck. Nicht, weil man freiwillig sich gerne entwickeln möchte. Ja, warum? Es läuft ja, man möchte es ja möglichst einfach haben. Aber dass man jetzt auch mal das eigene Leben spiegelt und da vielleicht eine Weiterbildung macht, das ist dann häufig gar nicht so aktuell. Und dann fährt Paulus weiter. Also das Bedrängnis Geduld wirkt. Geduld, aber Bewährung. Oder Erprobung. Ja, das ist eben das, was wir dann uns wünschen. Wir wünschen uns, Leiter zu haben, die eben bewährt sind. Bewährte Leute sind Menschen, die haben diesen Prozess schon durchlaufen. Die wissen, wie es ist. Die haben aber auch gemerkt, Gott führt einen wieder aus dem Loch heraus. Das sind dann Leute, die bleiben konstant, die sind treu, die sind loyal, die laufen nicht einfach davon, wenn mal etwas nicht klappt. Das sind dann eben stabile Leute. Und das ist das, was Gott uns hinführen möchte, dass wir reife Persönlichkeiten werden. Und darum sagt Paulus, ich rühme mich dessen. Oder wir merken, das ist gar nicht so geistlich, sondern Geduld. Ja, das sind auch Ungläubige, die in diesem Prozess drinnen sind und die dann eben bewährt sind. Ja, nur mit dem Geistlichen kann man nicht alles ansteuern. Es gibt auch ganz menschliche Prozesse, dass wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Dort, wo es triggert, dass wir das eben herausfinden, woher kommt das, dass wir diese Dinge abbauen können, sind aber rein menschliche Prozesse, nicht geistliche.
Das sind eben diese da. Also Paulus rühmt sich der Herrlichkeit und das, was kommt, aber eben auch in diesen schwierigen Phasen drinnen, weil er eben sieht, wozu das Ganze ist. Bewährung, aber Hoffnung. Oder Hoffnung, diese Sicht, es kommt, dieser Glaube, der dahinter ist, dass man dann eben sieht, was Gott jetzt am Tun ist, das kann man am Anfang nicht sehen. Wenn ich jetzt aber merke, da ist Gott eben am Wirken und ich habe innerlich diese Stabilität und diesen Glauben und Gott wird es tun, das sind dann die Leute, die haben breite Schultern, da kann man tragen, das ist dann eben wertvoll. Also Paulus wünscht sich mehr von dem zu haben. Er kritisiert, dass man nur wenige geistliche Väter hat. Ja, wir haben viele Erzieher, aber eben wenige Menschen, die wirklich geistlich, aber eben auch menschlich breit sind. Häufig sind wir geistlich voll die großen Riesen, weil da arbeiten wir ständig daran, aber eben im emotionalen Bereich sind wir häufig, gerade auch als Gläubige, häufig so ein bisschen Seelenzwerge, weil wir das nicht entwickelt haben und dann bringen wir das Leben dann nicht mehr unter einen Hut, weil wir immer denken, geistlich müsste es doch funktionieren, aber im Leben ist dann eben doch anders. Das liegt eben daran, dass man da die Balance dann nicht hat. Es gibt eine menschliche Ebene, es gibt eine geistliche Ebene. Menschliche Entwicklung ist eben beides und das unbedingt beides beachten. Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Da bleibt eben diese Stabilität. Da mag es rundherum alles wegfallen. Ich weiß, das Innere, das Gott erneuert hat, das kann mir niemand wegnehmen. Und weil ich eben die Lebenserfahrung habe und das baut sich eben erst mit den Jahren auf, dann bleibt man konstant. Oder man merkt, die einen, die werden reife Christen, wenn sie Jahrzehnte gläubig sind. Andere sind dann irgendwie abgetaucht. Heißt nicht, dass sie deswegen nicht mehr gläubig sind, aber die sind plötzlich dann irgendwo nicht mehr da, nicht mehr tragend in der Gemeinde. Und das ist schade. Es braucht immer wieder diese Entwicklung, dass wir weiterkommen, geistlich wie menschlich. Und was ist jetzt die Begründung, dass diese Hoffnung uns nicht zuschanden werden lässt, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen drinnen ist? Da kam mir dieser Tausch. Wir haben die Ungerechtigkeit Christus gegeben. Er selber wohnt jetzt in unseren Herzen. Jetzt haben wir da die Quelle Gottes in uns drinnen. Und indem wir jetzt eben diese Zeit mit Gott haben, können wir eben gestärkt werden. Haben wir diese Balance, haben wir das Hören, das prophetische Hören der Stimme Gottes, können wir wissen, was jetzt dran ist. Das ist ja gerade die Kraft vom Pfingsten, dass wir jetzt eben die Stimme Gottes hören können. Und wie Johannes 16,13 sagt, er sagt uns eben, was kommen wird. Also jetzt haben wir diesen Kanal, dass wir Gott hören können. Darum wissen wir, was dran ist. Wir wissen, was kommt. Oder zumindest punktuell müssen wir auch ein bisschen lernen. Aber das ist eben diese Chance, die wir haben. Die Liebe Gottes ist in uns drinnen. Wir dürfen gesättigt sein von diesem Gott. Wir sind nicht einfach arme Schlucker, die irgendwo zu wenig auf dieser Welt haben, sondern wir leben zwar noch auf der Welt, aber gleichzeitig sind wir da bereits in Gott drinnen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, der wohnt in uns drinnen und dadurch können wir eben auch mit Gott reden. Das gab es im Alten Bund nicht, da konnte man zu Gott sprechen, aber er sprach nicht. Das war nur ganz punktuell einige Könige, Priester, Propheten. Jetzt hingegen können wir die Stimme Gottes hören. Wir haben da ein ganz, ganz großes Privileg. So, Vers 6, denn Christus ist schon zu der Zeit, ist dort eigentlich zur festgesetzten Zeit, in Kairos, der von Gott gesetzte Zeitpunkt. Also, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Da gibt es also einen Heilsplan und Galater 4 nimmt das ja auf, dass Gott einen bestimmten Zeitpunkt gesetzt hat, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Und dieser Kairos, dieser göttliche Moment, der kommt hier zum Tragen. Und jetzt heißt es, Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, gänzlich hilflos waren, für uns Gottlose gestorben. Ist also nicht so, dass von dem Moment an, wo der Mensch seine Schuld bekennt, dann deswegen stirbt dann Christus und nimmt die Sünde auf sich. Nein, er ist schon gestorben, obwohl wir noch weit entfernt waren, der Zorn Gottes war noch auf uns.
Und damit wird eben gerade diese Liebe ausgedrückt. Vers 6 beginnt mit einem Denn. Also weil die Liebe ausgegossen ist, denn, und jetzt wird das erklärt, warum das mit dieser Liebe ist, er liebt uns. 1. Johannes 4, 8 und 16 sagt, Gott ist Liebe. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Deswegen ist er bereits für uns gestorben, als wir eben noch Sünder waren. Für uns Gottlose gestorben. Jetzt ist da interessant, für wen ist da Christus gestorben? Es heißt jetzt da, als wir noch schwach waren. Er spricht jetzt von denen, die eben gerecht sind. Oder auch für uns Gottlose gestorben. Und wenn wir uns zurückerinnern, an Kapitel 4, 25 kommt das auch zum Ausdruck. Welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen gestorben? Ja, das ist interessant. Für wen ist eigentlich Christus gestorben? Ja, wir haben da zwei Varianten. Oder die eine Variante ist, dass man sagt, ja, Christus ist für alle Menschen gestorben. Er hat alle Schuld der Menschheit auf sich geladen, hat für alle diese Schuld bezahlt. Jetzt kommt es einfach noch darauf an, ob der Einzelne dieses Geschenk annimmt oder nicht, aber bezahlt ist für alle. Die andere, die reformatorische Variante ist die, Calvin, die calvinische Linie, hat gesagt, nein, der Mensch, Gott ist nur für die Menschen gestorben, die dann zu seinem Volk gehören. Also Gott hat erwählt und er ist für die Erwählten gestorben und darum eben der Ausdruck, der für unsere Sünden gestorben ist, mit dem Gedanken dahinter, wenn Jesus alle Schuld ja bereits beglichen hätte, warum müssen dann doch noch Menschen überhaupt in die Hölle kommen? Das wäre unlogisch und darum der Gedanke, dass Christus eben für sein Volk gestorben ist. Das hat in der Kirchengeschichte ganz, ganz große Diskussionen ausgelöst, insbesondere im 17. Jahrhundert. Es gab in Dordrecht in der Niederlande eine Synode, die war 1618 und 1619. Und da haben die Arminianer, also die Nachfolger von Arminius, er ist 1609 gestorben, und die Nachfolger von Calvin, die Calvinisten, er ist 1564 gestorben, die haben miteinander debattiert, ja, welche Linie stimmt dann jetzt? Und es ist natürlich so, wenn dann zwei Parteien so gegeneinander streiten, dann kommen zwei Extrempositionen raus, die beide dann nicht stimmen. Es ist eben häufig beides. Die Bibel bringt häufig zwei Seiten und immer wenn die eine Bibelstelle etwas sagt, müssen wir im Hinterkopf die andere Seite ergänzen. Aber ich bringe da diese Gegenüberstellung, dass wir ein bisschen sehen, in welchem Spannungsverhältnis sind wir drinnen, denn im Kapitel 7 kommt das ähnlich dann wieder auf. Nun, es war 1618 zuerst mal die Arminianer, die ihre Position definiert hatten und sie hatten fünf Punkte erwähnt und dann im Jahr darauf haben dann die Calvinisten die gleichen fünf Punkte genommen, aber die Gegenposition dann dargestellt. Nun, die Arminianer hatten gesagt, der Mensch hat einen freien Willen, das heißt, es liegt am Mensch, er entscheidet sich, wer gerettet ist und Gott hat das einfach im Vorhinein schon gewusst, wer sich entscheidet, deswegen sind die dann berufen worden, aber es ist der Mensch, der entscheidet, das Entscheidende ist der Mensch. Da hatten die Calvinisten dann gesagt, nein, es gibt eine völlige Sündhaftigkeit, das heißt, der Wille ist auch mitgefallen. Der Wille des Menschen ist nur insofern frei, dass wir frei sind zum Sündigen, aber nicht frei zum Nichtsündigen. Selbst die Gläubigen, wir können nicht einfach sagen, von heute an höre ich auf Sündigen. Also sagen kann ich das schon, aber ich kann das nicht umsetzen. Und darum der Gedanke bei den Calvinisten, die Sündhaftigkeit ist viel, viel größer. Der Mensch kann nicht von sich aus sich bekehren, wenn nicht Gott aus seiner Berufung heraus diese vorlaufende Gnade gibt, diese Signale bereits sendet, dass ich überhaupt erkenne, da ist ein Gott und der liebt mich. Und ja, ich werde dann schon reagieren. Dann schon meine Entscheidung, die bleibt natürlich, aber es ist eben der erste Schritt auf mich zu, der Gott getan hat und nicht ich. Also, da haben wir eine Differenz. Dann der zweite Punkt bei den Arminianern war das die bedingte Erwählung. Das heißt, Gott erwählt die Menschen schon, da haben wir ja Bibelstellen dafür, aber es ist das Vorherwissen Gottes. Gott hat einfach schon gewusst, wer würde sich dann bekehren, wenn das Evangelium kommt.
Also Gott weiß, was wäre, wenn, und weil Gott es gewusst hat, hat er die dann eben erwählt. Aber es ist eben nur bedingte Erwählung, nicht, dass Gott in seiner Souveränität das selbst macht. Die Calvinisten haben gesagt, nein, es ist eine bedingungslose Erwählung. Gott entscheidet. Und er entscheidet, deswegen ruft der Mensch in seine Nachfolge und der Mensch reagiert dann eigentlich nur noch. Dann drittens, Jesus hat ein allgemeines Sündopfer gebracht für die Arminianer. Das heißt, Jesus hat alle Schuld ohne Ausnahme getragen, hat für alle den Preis bezahlt, wo die Calvinisten, und das ist jetzt eben diese Römer 5, Vers 6 Stelle, ein begrenztes Sündopfer gegeben hat. Das heißt, er ist für sein Volk gestorben, sonst hätte ja jemand zweimal bestraft werden müssen, einmal selber und einmal Christus. Dann der vierte Punkt, die Arminianer sagen, es gibt eine widerstehbare Gnade. Das heißt, die Gnade wird dem Menschen zwar angeboten, aber der Mensch kann das ablehnen. Wo die Calvinisten gesagt haben, nein, es ist eine unwiderstehbare Berufung, respektive Gnade. Dort, wo Gott den Menschen ruft und kommt mit seinem Liebesschwall, wird der Mensch sagen, das ist ja genau das, was ich immer gesucht habe, und er wird Ja sagen. Und noch fünftens, die Arminianer sagten, es gibt eine Verlierbarkeit des Heils. Wenn man also die Sünde gegen den Heiligen Geist tut, wie das Matthäus 12, 31, 32 sagt, dann kann man abfallen. Ist zwar ein langer Prozess und geschieht nicht häufig, aber der Mensch kann abfallen. In der Reformation hätte man jetzt da gesagt, nein, 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 dieser Vers, der spricht von den Pharisäern, der spricht gar nicht von Gläubigen. Also nicht den Vers direkt auf sich anwenden, sondern immer den historischen Kontext nehmen. Da steckt also eine andere Hermeneutik dahinter. Wir haben es ja im ersten Kapitel schon gesehen. Während die Calvinisten gesagt haben, es gibt eine Beständigkeit des Heils. Also wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, und das ist natürlich die Voraussetzung, aber wenn man wirklich wiedergeboren ist, dann kann man nicht mehr vom Heil abfallen. Gott hält uns bei sich, denn es ist ja die Gerechtigkeit Gottes, die mir von Gott zugesprochen ist. Da kann weder der Teufel noch der Mensch da irgendwo weg. Wenn man wirklich wiedergeboren war, bleibt man im Heil drinnen. Nun, wie müssen wir uns dazu stellen, wenn man da Bibelstellen sucht? Da gibt es für beide Seiten viele Bibelstellen. Ich werde im Zusammenhang mit Römer 7 da noch eine Gegenüberstellung machen, aber dass wir das schon mal im Hinterkopf haben, es gibt eben beide Arten Bibelstellen, beide können ihre Positionen begründen und das zeigt uns eben, wir brauchen Maß und Mitte. Also immer die eine Bibelstelle, wenn ich die nehme, die jeweils andere ergänzen, dass wir in der Balance sind. Ja, es gibt Gott, der souverän wirkt, gleichzeitig aber auch der Mensch, der eben entscheidet. Und darum können wir diese Dinge nicht einfach so klar sagen, es ist so oder so. Darum, heute kämpfen wir nicht mehr so wie damals im 17. Jahrhundert. Und trotzdem, also dass wir da die Balance halten. Wenn wir jetzt hier Römer 5, Vers 6 nehmen, der für uns gestorben ist, dann könnte man das natürlich als ein Hinweis auf das Calvinistische nehmen. Aber wir müssen das immer ergänzen mit all den anderen Bibelstellen. So, kommen wir zu Vers 7. Nun stirbt, ist da sogar eine Futurform, aber nun wird sterben, oder der Mensch lebt ja noch. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Und mit dem Gerechten ist natürlich ein Jude gemeint. Also man stirbt nicht einfach für jemand, der von sich aus sagt, ja, ich habe es ja selber geschafft. Um eines guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Also jemand, der eben das auslebt, nicht nur von der Theorie her sagt, ja, ich bin Nachkomme, ich weiß, ich habe. Wenn er es auslebt, okay, vielleicht. Aber jetzt der Kontrast zu Gott, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für, jetzt wiederum uns, gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, wir waren noch nicht in der Rechtfertigung drinnen, aber Jesus ist bereits für uns gestorben. An sich eine Wiederholung der Aussage. Gerade darin besteht eben der Liebesbeweis, dass er nicht von uns zuerst mal eine Leistung erwartet, worauf er dann reagiert, sondern er hat das Heil mal vorgelegt und wir reagieren jetzt auf ihn. Es ist also immer Gott, der zuerst ist und dann der Mensch und nicht umgekehrt, dass Gott dem Menschen hinten nachläuft.
als wir noch Sünder waren, als der Zorn noch da war, da hat Gott bereits eben reagiert. Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden von dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Ja, der Zorn, der war eben noch da, aber die Liebe eben auch. Er hat dort bereits reagiert. Ja, wie viel mehr? Und da kommt jetzt die Heilsgewissheit hervor. Wie viel mehr dürfen wir diese Gewissheit haben, gerettet zu sein, nachdem wir jetzt gerecht gesprochen sind? Wenn Gott ja vorhin schon einen Schritt auf uns zugetan hat und wir haben jetzt diese Rechtfertigung annehmen können, wie viel erst recht? Oder? Zorn, da kommt Gericht. Das ist so ein Fokus, der ist immer da. Der Zorn steht eigentlich da, aber jetzt kommt da eben die Sühne mit hinein. Wir haben es im Kapitel 3, 25 gelesen und das nimmt er jetzt da in Vers 10 eben auf, warum das so ist. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Also, jetzt kommen da zweimal diese Begriffe versöhnt sein vor. Das ist da die Situation, wie wir es da auf dieser Folie schon angesehen hatten. Der Sohn ist gemartert worden, er ging mit seinem Blut, hat Sühne geschaffen, so dass der Vater die Welt mit sich selber versöhnt hat. Und diese Versöhnung von Gott, da haben wir nichts dazu beigetragen. Diese Versöhnung ist die Grundlage, dass der Mensch eben gerechtfertigt wird. Und damit wird eben diese Liebe sichtbar, dass er gehandelt hat, dass Christus für uns gestorben ist, dass die ganze Versöhnung eben stattgefunden hat, obwohl wir als Menschen überhaupt nichts haben können dazu tun. Das ist eben dieser Erweis. Also zweimal kommt hier diese Versöhnung vor. Wir sind versöhnt, deswegen nicht mehr unter Gericht. Wir sind bereits gerichtet, wir kommen nicht mehr ins Gericht, der Zorn Gottes ist nicht mehr über uns. Das ist Heilsgewissheit. Ich bin nicht gerettet, weil ich als Gläubiger jetzt es schaffe, irgendwo heilig zu leben, sondern weil Christus meine Gerechtigkeit ist. Vorher waren wir allerdings Feinde, oder? Das war Konkurrenz, da ist überhaupt nichts gelaufen, aber Gott hat von seiner Seite schon mal den ersten Schritt getan. Vers 11. Nicht allein aber das, wo wir uns rühmen, oder? Er rühmt sich da ja der Bedrängnisse, aber auch der Herrlichkeit. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja, also, was sind wir jetzt am Rühmen? Wir rühmen auf der einen Seite die Zukunft. Ja, das verstehen wir noch, oder? Das ist das Herrliche, das kommt und wir freuen uns. Paulus rühmt sich auch der Bedrängnisse. Jetzt kommt noch ein drittes Rühmen dazu. Er rühmt sich Jesu Christi. Der diesen ganzen Weg da überhaupt ermöglicht hat, da ist er stolz drauf, da ist er dankbar, das ist seine Anbetung, das ist seine Ausrichtung, da ist Christus und er freut sich an Christus. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung empfangen haben. Oder er hat Sühne geschaffen, der Vater hat versöhnt und diese Botschaft ist jetzt durch Jesus gekommen, dass wir eben durch ihn diese Versöhnung haben. Es hat das ein Tausch stattgefunden. Wir haben die Sünde gegeben und er hat seine Gerechtigkeit uns gegeben. Das ist die Herrlichkeit, die da über allem steht. Eine ganz gewaltige Botschaft. Somit ist dieser erste Teil von Kapitel 5 damit Vers 11 abgeschlossen und ab Vers 12 kommt dann das Thema der Erbsünde. Bis dann wieder.